Schönen Dienstagvormittag, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu unserem heutigen Webinar Die Kunst des Verkaufs, Verkaufsgespräche erfolgreich führen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dazu begrüßen darf ich unseren Experten Gerald Kern, selbstständiger Trainer, Autor und Speaker mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Verkauf. Der Ablauf kurz und bündig. Nach dem Expertenvortrag haben Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also einfach im Chat, wenn Ihnen was einfällt, uns bitte die Frage stellen. Und jetzt, das können wir versprechen, wird es interessant, denn wir setzen da an, wo selbst Naturtalente im Verkauf an ihre Grenzen so manchmal stoßen. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie von der ersten Sekunde an eines Kundengesprächs den Verkaufsabschluss nicht aus den Augen verlieren, dann wird es jetzt für Sie interessant. Lieber Gerald, stage is yours. Sehr gut, danke schön. Also auch herzlich willkommen eben von meiner Seite. Ich starte gleich mitten rein. Jederzeit natürlich im Chat eben Fragen stellen, die werden dann im Schluss eben beantwortet. Worum geht es eigentlich? Verkaufen kann man ganz einfach zusammenfassen. Und zwar mit dem Prinzip von Karl Pintsulic: Schlagzahl mal Schlagkraft ist gleich Verkaufserfolg. Also wenn ich oben mehr hineingebe, kommt unten einfach mehr heraus. Diese zwei Prinzipien sind da entscheidend. Aber wir schauen uns einmal das Problem in der Praxis an. Von 100 Verkaufsgesprächen, wenn eine Verkäuferin, ein Verkäufer eben anfängt zu verkaufen, dann ist so die Frage, von 100 Gesprächen, wie viel schließe ich denn ab? Und das können halt durchaus eben auch nur 5% sein. Es gibt mehrere Beispiele, wo von Anfang an die Verkaufsquoten höher sind. Aber gerade diese 5 Leute, die ich am Anfang schon eben einmal sehr leicht erreiche, spiegeln wieder das Prinzip der Schlagzahl. Also ich nehme einfach viele Kunden und zeige mir einen Verkäufer, der viele Kundengespräche hat, und ich zeige dir einen erfolgreichen Verkäufer. Diese 5%, die zahlen sich schon auch aus. Also da gibt es auch mehrere Branchen, die darauf setzen. Ich kann sie auch sehr leicht erhöhen. Zum Beispiel, ich habe selbst mit Versicherungen angefangen eben zu verkaufen. Und auch im Versicherungsbereich geht man schon davon aus, dass wir einfach durch unseren Bekannten- und Freundeskreis sehr viele Kunden eben schon akquirieren können. Und irgendwann kommt halt dann der Punkt, da hat mein Vertriebsleiter zu mir gesagt, wo ich gesagt habe, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis braucht keiner mehr eine Versicherung, dass ich doch bitte das Telefonbuch nehmen soll und einfach durchtelefonieren. Auch da wird das Prinzip der Schlagzahl wieder spannend. Und über diese Jahre hinweg, das ist sehr lange her, dass ich Versicherungen verkauft habe, habe ich erforscht und geschaut und auch gesehen in Seminaren, was denn da möglich ist, um die Verkaufsquote zu erhöhen. Mit dieser Struktur werden Sie am Ende in der Lage sein, deutlich mehr Verkaufsgespräche positiv abzuschließen. Das ist mein Ziel für das heutige Webinar. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie schaffen wir das. Also, wenn wir Schlagzahl mal Schlagkraft haben, dann schauen wir uns im zweiten Schritt jetzt speziell die Schlagkraft an. Wie erhöhe ich die Quote, die am Schluss rauskommt. Ja, und da das natürlich ein interaktives Webinar ist, starte ich mit einer Frage. Über mehrere Branchen hinweg, wie hoch ist denn die durchschnittliche Abschlussquote der besten Verkäuferinnen und Verkäufer in Österreich? Karl Pintsulic hat sich das angesehen und der kann das tatsächlich sagen. Und auch ich aus meiner Erfahrung kann tatsächlich sagen, wie hoch denn diese Quote ist. Also gerne in der Umfrage eben abstimmen. Was glauben Sie, wie hoch ist diese Quote und wie viel Abschlüsse erzielen die Verkäuferinnen und Verkäufer in Österreich, wenn es um die Frage geht, Abschlussquote? Ich bekomme dann sicher auch noch ein Zeichen, sobald die Ergebnisse eben da sind. Einfach abstimmen. Sind es eher 40%, 50%, 60%, 70%? Oder 80 bis 90%. Ich sehe leider die Ergebnisse noch nicht.
Jetzt haben wir es, also die Ergebnisse. Wie hoch ist die Abschlussquote der besten Verkäuferinnen? Und dann schauen wir mal, was Sie sagen. Wo schätzen Sie denn das Ganze ein? Eher so 40-50% oder eben 50-60%? Laut Karl Pinzulic passiert eben Folgendes. Ja, es sind 60-70%. Die besten Verkäuferinnen und Verkäufer in Österreich über viele Branchen hinweg schließen im Schnitt 60-70% ihrer Verkaufsgespräche mit einem Verkaufserfolg ab. Schauen wir mal, ob diese Zahl auch wirklich realistisch ist. Wir nehmen den besten Verkäufer der Welt oder einen der besten Verkäufer, er steht zumindest im Guinness-Buch der Rekorde. Joe Girard hat verkauft jetzt nichts Besonderes, er hat verkauft Chevrolet, also Autos, also in der Mittelklasse. Und Joe Girard hat am Tag so rund 10 Verkaufsgespräche geführt, wovon er im Schnitt 5-7 positiv abgeschlossen hat. Da steckt natürlich ein großer Aufwand auch dahinter. Teilweise eben mit Flottenverkäufen, das heißt mehrere Autos verkauft mit einem Verkaufsgespräch, war er sogar bei 11 Autos im Schnitt pro Tag. Das sind 174 Autos im Monat, beziehungsweise auch 1425 Autos in seinem besten Jahr. Also da sehen wir auch ungefähr 60-70% ist so der Benchmark, an dem wir uns orientieren können. Gut. Kundenschalter auf Kaufen schalten. Das ist so das große Thema. Und wenn wir uns das Thema Verkauf anschauen, dann merken wir auch schnell, was ist der erste Gedanke, der so aufkommt, die erste Idee, die wir haben, wenn wir an Verkaufen denken. Und dann fällt uns vielleicht so ein klassischer Autoverkäufer ein, eben wie Danny DeVito im Film Tin Man 1987. Und das Verkaufsgespräch hat sich in den letzten 50 Jahren entwickelt. Das ist nicht mehr das Gleiche und es entwickelt sich auch weiter und da kommen wir heute eben hin, wo es sich auch hinentwickelt, das Verkaufsgespräch. Wenn man gefragt hat, ja, so in Untersuchungen, wie schätzen Sie denn einen Verkäufer ein, was kann denn der, eine Verkäuferin, was macht die, dann ist die Antwort, reden. Gut. Phase 1. Ein Berater, Show me, am Anfang redet einmal sehr viel. Das ist aber auch ziemlich ähnlich, wir kennen das aus Elektrofachmärkten, quasi teilweise auch betreutes Lesen. Man liest mir vor als Kunde, was ich auch selber lesen könnte. Und generell am Anfang in vielen Branchen und viele Verkäuferinnen hinweg reden sehr viel. Auch das funktioniert, auch da kommt man schon zu erfolgreichen Quoten. Phase 2, serve me, also dienen. Wir sind in Österreich ein sehr dienendes Volk, das können wir auch gut und wir sind eben auch dementsprechend da, eben Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Und dann kommt die nächste Phase, jetzt wird es zum Verkaufen und das ist Guide Me. Das heißt, irgendwann lernen die Leute, wie ich die Menschen zum Abschluss bringe. Sie sind nicht mehr so sehr mit sich selbst beschäftigt, vielmehr eben mit dem Kunden oder der Kundin, wie führe ich die Kundin zum Abschluss. Und die letzte Phase, und das ist neu, das ist eine Tendenz, die sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, die letzte Phase ist Enlighten Me. Und jetzt sind wir beim Expert Selling. Rund 7% der Verkaufsgespräche, die in Österreich und Deutschland geführt werden, sind bereits Expertengespräche. Das heißt, der Verkäufer, die Verkäuferin weiß wesentlich mehr als der Kunde oder die Kundin. 7% ist dann schon auch eine spannende Zahl und jetzt schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Fachkompetenz auf der anderen Seite. Auf der einen Seite haben wir Anfängerinnen und Anfänger und Expertinnen und Experten auf der anderen Seite. Wir ziehen einen Strich. Ab diesem Strich kann man wirklich von Verkaufen reden. Davor reden wir noch eher von Beraten. Und wenn wir das rüberziehen, sehen wir auch hier, die Show-Me-Verkäufer sind sehr produktorientiert, die reden viel, die wissen auch viel über die Produkte, aber die dienenden Verkäufer sind dann schon noch einmal bei den Beratern auch eine Stufe mehr. Und oben über dem Strich sind wir dann bei denen, die auch höhere Abschlussquoten erzielen. Das nennt man in Englisch dann Sales Excellence oder Expert Selling und unten bei uns auch eher Promotion und Service. Auf Deutsch haben wir die Wörter abschlussorientiert und entdeckungsorientiert. Was bedeutet das für unseren Experten oder Expertin-Verkäuferin? Es bedeutet, dass wir dem Kunden auf Ideen bringen, die er oder sie vorher gar nicht hatte.
Unten haben wir eher beziehungsorientiert. Man versucht, über Beziehung zu verkaufen. Das ist so ein Einstieg. Und irgendwann ist man sehr lösungsorientiert. Gerade im deutschsprachigen Raum ist das Ganze generell sehr lösungsorientiert. Wir versuchen, sehr lösungsorientiert mit Kunden auch zu arbeiten. Aber es ist eben doch eher beraten als verkaufen. Phase 1, meine Leistung. Eine Verkäuferin hat 10 potenzielle Kunden. 3 davon sind tatsächlich interessiert. Also die könnten sich vorstellen, das Produkt zu kaufen. Was passiert? Die Verkäuferin ganz am Anfang ihrer Entwicklung redet. Zu viel, zu lange. Und wie viele von diesen Kunden schließt sie dann in der Praxis ab? Vielleicht nur einen, weil sie vielleicht den Abschluss zerredet hat. Das heißt, sie braucht zu lange, um auf den Punkt zu kommen. Und auf der anderen Seite passiert noch etwas Zweites. Sie redet auch an den Leuten vorbei und sie zerredet oder er zerredet vielleicht sogar die Abschlüsse. Warum kauft dieser eine? Bei diesem einen passen zufällig die Argumente genau mit der Verkäuferin und dem Verkäufer überein. Das hat aber oft etwas mit Zufall zu tun. Geben wir mal ein Beispiel. Wenn ich Versicherungen verkaufe, niemand kauft Versicherungen, weil heute ein schöner Tag ist und dann gönne ich mir so eine Versicherung am Abend. Das macht man nicht. Ja? Aber Versicherungen verkauft man hervorragend mit Angst und Schrecken und eben auch mit dem Gefühl, dass Sicherheit fehlt. Konkretes Beispiel, ein Bekannter von mir, der hat ein neues Haus gekauft und ein Alarmanlagenverkäufer kommt vorbei. Der Alarmanlagenverkäufer hat gewechselt, der ist mittlerweile eben in der Branche des Verkäufers, weil er sagt, er verdient da einfach besser, nimmt sich 1,5 Stunden Zeit für das Gespräch, freut sich auch drauf und fängt dann richtig an. Er kommt mit Angst, Schrecken und so weiter. Das Problem ist nur, unser Verkäufer, das ist in dem Fall ein Verkäufer auch, der hat gar keine Angst. Der fühlt sich in seiner Umgebung sicher. Der hat nicht das Bedürfnis, diese Alarmanlage zu kaufen, nur weil es um Sicherheit geht. Und der Verkäufer auf der anderen Seite muss erkennen, dass nach 10 Minuten das Gespräch vorbei ist, dass er hier nichts verkaufen wird, weil er einfach die falschen Argumente hatte. Zweites Beispiel, auch wieder ein Verkaufstrainer aus Wien hat mir das erzählt, der hat gesagt, die Autoverkäufer haben versucht, ihm ein Auto mit Sicherheit zu verkaufen, was grundsätzlich bei sehr vielen Menschen ein gutes Argument ist. Aber unser Verkaufstrainer aus Wien macht in seiner Freizeit ein spannendes Hobby. Er fährt mit seinem Motorrad Rennen auf Rennstrecken. Und darum sagt er selber, niemand kann mir ein Auto verkaufen mit dem Argument Sicherheit, weil jedes Auto, auch die billigsten 9.000-Euro-Autos, sind sicherer als mein Motorrad. Darum funktioniert das eben nur bei Menschen, die zufällig genau das Gleiche wollen wie wir. Die Entwicklungsstufe fängt an. Wir könnten dann mal noch fragen, was ist denn eigentlich das Problem des Kunden? Nicht jeder mag das Wort Problem, aber so grundsätzlich, ich muss einmal schauen, einen Bedarf zu schaffen. Das wäre so die erste Phase dann. Ja. Da könnte ich einmal technisch hergehen und fragen, worüber haben Sie sich denn in letzter Zeit eben geärgert? Bei welchem Punkt? Oder üblicherweise haben Menschen in ihrer Position und in ihrer Branche 3 Herausforderungen. Da kann ich hervorragend einsteigen, indem ich den Kunden oder die Kundin einfach einmal frage, wie schaut es denn dort aus? Erhöht meine eigene Kompetenz, weil ich zeige, dass ich Branchenwissen habe und ich bin sofort in einem sehr problemorientierten Gespräch, ohne den Kunden oder die Kundin plump fragen zu müssen, was ist denn eigentlich dein Problem? Und das dritte wäre zum Beispiel, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das ist die klassische Prinzessinnenfrage. Eine Prinzessin, eine Fee kommt ja, und die zaubert dir irgendetwas weg. Was würdest du dir von dieser Prinzessin oder Fee wünschen? Ich kann einfach auch danach fragen. Achtung allerdings mit der Frage nach der Zufriedenheit. Die Frage nach der Zufriedenheit ist oft eine Frage, die zurückkommt. Weil wenn ich einen Kunden, eine Kundin frage, wie zufrieden sind denn Sie aktuell mit Ihrem Lieferanten oder mit den Produkten, die Sie verwenden, dann werden sehr viele oder fast die meisten Menschen sagen, sehr zufrieden. In Ausnahmefällen eher sagen, bin nicht zufrieden. Also die Frage nach der Zufriedenheit vom Mitbewerb oder den aktuellen Produkten und Dienstleistungen kann oft wieder zurückkommen.
Gut, was machen wir jetzt? Ja, wir bringen grundsätzlich Verkäuferinnen und Verkäufern am Anfang einfach einmal bei, Fragen zu stellen. Offene Fragen, ganz klassisch. Wie machen Sie denn das beruflich? Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Wie kann ich Ihnen helfen? W-Fragen, das ist so das Erste. Dann ein bisschen fortgeschrittener sind schon Problemfragen. Ich versuche mich wirklich mit Fragen in das Problem meines Kunden, meiner Kundin reinzuversetzen. Das Dritte, was wir Ihnen lernen, ist, alle Verkäufer, Verkäuferinnen sollten mitschreiben, weil sie sollten ja zuhören, sie sollten mitschreiben. Und wenn ich mitschreibe, ist das wirklich eine Waffe. Ich kann die Gesprächsgeschwindigkeit bestimmen, ich vergesse nichts, ich kann lenken, moderieren, ich frage und der Kunde, die Kundin antwortet. Also eine hervorragende Technik, diese Lenkungsfragen. Und später sage ich, Sie haben ja vorher gesagt. Und ich beziehe mich nur auf die Themen, die mich interessieren und auch eben Richtung Abschluss gehen. Und eine Frage, die in der Praxis dann schon anspruchsvoller wird, auch wenn sie sehr einfach wäre, ist die Checkfrage. Die Checkfrage schaut nur, ob mein Argument angekommen ist oder nicht angekommen ist. Und das ist wichtig, ob es angekommen ist oder nicht angekommen ist. Ich hole mir sogar absichtlich ab, wenn mein Argument nicht gezogen hat, weil dann bleibe ich nicht mehr drauf. In der Praxis leider etwas, das sehr wenig am Anfang verwendet wird. Wie hört sich das für Sie an? Wie klingt das für Sie? Was halten Sie davon, also kinästhetisch? Und was sagen Sie dazu, verbal? Ich mache mein Argument und dazwischen frage ich wieder, ob es angekommen ist oder nicht. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon die Antwort bekommen, Herr Kern, das klingt nicht gut. Aber dann weiß ich wenigstens, woran ich bin und brauche auch nicht mehr weitermachen. Wir wissen, dass erfolgreiche Verhandler und Verkäufer mehr Fragen stellen als andere. Diese Statistik kommt aus dem Buch von Martin Dall, der Verhandlungsprofi. Und eine haben sie mit En Garde selber durchgeführt. Der durchschnittliche Verhandler stellt 6 Fragen und der Geübte 13. Davon sind beim Geübten 8 offene Fragen, also W-Fragen, und beim Ungeübten 3. Checkfragen auch noch mal wesentlich mehr als beim Ungeübten und auch zusammenfassende Fragen. Auch das zweite Ergebnis geht genau in die gleiche Richtung. Der Anteil der Redezeit ist höher bei den geübten Verhandlerinnen und bei den geübten Verhandlern. Ich habe ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe mir gegönnt eine Verkaufspräsentation, habe eine sehr nette Dame eingeladen, die uns ein Küchenprodukt gezeigt hat. Und bei diesem Küchenprodukt, das kennen viele, ich möchte aber die Marke jetzt bewusst nicht sagen, ist sie hergegangen und da haben wir so eine kleine Party gemacht. Also ich und meine Frau waren grundsätzlich interessiert an dieser Küchenmaschine. Und haben wir überlegt, ob wir das kaufen sollen oder nicht. Und sie redet und redet, sagt auch selber, nur sie redet zu viel in ihren Gesprächen, hat das schon mit Ankündigung am Anfang gesagt, aber doch dazwischen hat sie mal eine Frage gestellt. Wahrscheinlich, weil sie mal gehört hat, das sollte man machen. Sie fragt die Erste, wie schaut's aus? Wie schaut's bei dir mit Kochen aus? Sagt sie, das mache ich nicht, ich koche nie, es macht immer mein Mann. Okay. Fragt die Zweite, wie schaut's bei dir mit Kochen aus? Sagt die Zweite, ja, ich koche sehr gern, ich liebe Kochen. Ich habe auch ganz viele Maschinen zu Hause und ich habe auch so das Problem, dass ich gar nicht mehr wüsste, wo ich die neue Maschine hinstellen soll. Dann sagt sie gleich frohlockend, ja, sensationell, andere sind hergegangen und haben ihre alten Maschinen verkauft, ja, um sich meine neue Maschine zu gönnen. Ja, das ist jetzt so mäßig angekommen, aber sie war davon überzeugt, dass dieses Beispiel eben gut ist, weil eine Frau hat tatsächlich alle ihre alten Maschinen verkauft, um sich diese eine Küchenmaschine zu gönnen. Und sie fragt die Dritte und die sagt, na, wir haben eigentlich gerade eben unsere ganzen Sachen in der Küche so im Griff, ja, aber ich bin Mutter und ich komme halt gar nicht so viel zum Kochen dazu. Also es wäre eine sensationelle Grundlage für Argumente hier und die wäre wirklich, wirklich gut. Ja. Jetzt ist meine Frage wieder ans Publikum. Einfach in der Umfrage, hat die Verkäuferin die Informationen in der späteren Verkaufspräsentation genutzt, die sie bekommen hat, ja oder nein? Oder hat sie einfach weiter
geredet? Ja oder nein? Hat sie die Sachen genutzt, die sie von den Partygästen gehört hat? Oder ist sie einfach mit ihrer Standardpräsentation weitergegangen? Ich freue mich wieder über die Ergebnisse. 50-50. Erfolgreiche Verkäufer und Verkäuferinnen nutzen diese Argumente. Weniger erfolgreiche Verkäufer und Verkäuferinnen nutzen sie nicht. Und ich kann ganz gut darauf aufbauen, was mir mein Kunde sagt, wenn ich ihm auch wirklich zuhöre. Das ist bei nicht allen einfach, weil 50% der Menschen können während einem Verkaufsgespräch sich nicht darauf konzentrieren, was der andere sagt und darauf reagieren. Die Ergebnisse sind da, sie kommen, hat die Verkäuferin diese Informationen genutzt und die, ja, und da haben Sie vollkommen recht, sie hat sie nicht genutzt. Ja. Aber sie hat gewusst, na, sie muss Fragen stellen. Ja. Am Schluss bleibt Folgendes über. Meine Frau und ich sind immer noch interessiert an dem Produkt. Alle anderen haben danach gesagt, nein, das ist es nicht. Dabei wäre es so einfach gewesen. Ja. Aber wie gesagt, 50% der Menschen tun sich da einfach schwer. Und warum tun sie sich schwer? Es gibt so etwas, den nennt man Dunning-Kruger-Effekt. Wenn man hört, dass man Fragen stellen sollte, dann sagen viele ganz schnell, ja, cool, klingt toll, funktioniert. Auch in Seminaren stelle ich das immer wieder mal fest. Ist total einfach, bin total motiviert. Das Problem ist nur, in der Umsetzung schaut es dann so aus. Es geht zuerst nach unten. Die Leute, obwohl sie es wissen, tun es einfach nicht. Erst mit der Zeit, und das dauert eben ein paar Monate, vielleicht Jahre oder Wochen oder auch Übungen dementsprechend, machen es die Leute dann, also die Umsetzungskurve geht nach unten. Und mein Tipp an alle ist ganz klar, meine Argumente basieren auf den Argumenten meines Gegenübers. Ich muss mir nicht mal eigene Verkaufsargumente überlegen. Ich frage einfach meinen Kunden, warum gefällt Ihnen das? Was gefällt Ihnen daran? Und jetzt klingt das sehr einfach, funktioniert aber hervorragend, wenn der Kunde sich die Dinge selber verkauft. Weil der Kunde und die Kundin ist gegen die eigenen Argumente machtlos. Das hat auch schon Dale Carnegie gesagt. Wer sich für andere interessiert, gewinnt in 2 Monaten mehr Freunde als jemand, der versucht, andere für sich zu interessieren. Und mir hat vor Jahren, ganz am Anfang von meinem Verkaufstrainings, ein erfolgreicher Verkäufer oder erfahrener Verkäufer zumindest einmal gesagt, du musst im Verkauf nur 2 Bücher gelesen haben, die wirklich wesentlich sind. Und diese Bücher sind beide an die 100 Jahre alt. Das eine ist Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Und das zweite ist Frank Petka, lebe begeistert und gewinne. Und ich muss ehrlich sagen, der Tipp ist gut. Ich habe beide gelesen, weil sie stellen beide den Kunden in den Mittelpunkt. Und einen Tipp, den mache ich heute noch, den habe ich von dem Buch Lebe begeistert und gewinne von Frank Petka mitgenommen. Und den kann ich auch eben guten Gewissens weitergeben. Bereiten Sie sich 5 Fragen vor auf ein Verkaufsgespräch. 5 Fragen. Ja. Wie lange kann ich mit 5 Fragen ein Verkaufsgespräch führen? Ich brauche nur 5 Minuten, diese Fragen vorzubereiten, vielleicht 10, mehr brauche ich nicht. Aber wie lange kann ich eigentlich ein Verkaufsgespräch sehr erfolgreich führen, wenn ich zusätzlich noch vertiefende Fragen stelle? Sind es 10 bis 15 Minuten? Wie lange komme ich mit 5 Fragen aus? 15 bis 20, 20 bis 30, 45 bis 50 oder 60 bis 90 Minuten? Die Technik funktioniert. Ja. Das Problem ist nur etwas ganz was anderes. Während ich auf die Ergebnisse warte, kann ich ja sagen, was dann in den Seminaren passiert ist. Ich habe den Leuten gesagt, bereitet euch 5 Fragen vor statt 5 Argumenten. Und jetzt sind die hergegangen und haben einfach Fragen vorbereitet. Und die Fragen, die da rausgekommen sind, wenn man da das nicht ernsthaft mit Interesse eben macht, ist, Sie haben ja sicher auch das Problem. Sie kennen das ja sicher auch. Die meisten Fragen, die in der Praxis gestellt werden, sind geschlossene Fragen. Und das ist nicht unbedingt die schönste Fragetechnik. Sie gehört dazu, aber es ist nicht die schönste Fragetechnik von allen. Ich freue mich wieder auf die Ergebnisse. Und ich kann auch nur sagen,
Es sind ehrliche Fragen, es sind Fragen, die wirklich von Interesse bekunden. Und während ich meine Fragen stelle, überlege ich mir die nächsten Fragen. Und wenn ich das mache, dann kann ich so ein Verkaufsgespräch ganz erfolgreich führen. Und ich kann es auch sehr lange führen. Die meisten hier sagen eben zwischen 20 und 30 Minuten. Ich kann so, genau, und diese zwischen 45 und 50 Minuten haben recht. Es geht locker, wahrscheinlich sogar eine Stunde. Man kann ganz hervorragend eine Stunde lang verkaufen, ohne viel selber zu reden. Und wenn am Schluss der Kunde fragt, Herr Kern, können Sie das? Dann sage ich einfach, ja. Und die Leute kaufen auch. Das funktioniert tatsächlich, ja, wenn die Leute auf Fragen einsteigen. Es gibt ganz wenige, die auf Fragen nicht reagieren, aber das ist ein sehr vernachlässigbarer Teil. Und die Leute, die erfolgreich mit abschließen sind, haben eine Sache gelernt. Gott gab uns nur einen Mund, aber zwei Ohren, damit wir doppelt so viel hören können, als wir reden sollten. Und die, die erfolgreich sind im Abschließen, verwenden andere Fragetechniken zusätzlich. Und auf die gehe ich jetzt ein. Wenn wir uns das anschauen, mehr Umsatz durch Fragetechniken mit der Abschlusstechnik. Möchten Sie noch etwas trinken? In einem Restaurant fragt ein Kellner, eine Kellnerin, möchten Sie noch etwas trinken? Ja oder nein, kann ich sagen, eine geschlossene Frage. Dann nehmen 30% noch ein Getränk oder etwas dazu. Kommen die Verkaufstrainer und sagen, mach keine geschlossene Frage, mach eine offene Frage, sind besser. Was möchten Sie denn trinken? Und jetzt ist die große Frage, wie viele Menschen nehmen jetzt noch etwas? Eine offene Frage, was möchten Sie trinken? Die Verkaufstrainer behaupten, dass offene Fragen eben wichtig sind. Und jetzt kaufen 30%. Offene Fragen sind in mehreren Untersuchungen und Studien genau gleich effektiv im Abschluss wie geschlossene Fragen. Es macht keinen großen Unterschied. Aber was passiert, wenn ich sage, möchten Sie vielleicht noch einen Grappa für den Nachhauseweg oder einen Grappa für den Magen oder einen Kaffee für den Nachhauseweg oder möchten Sie vielleicht eine Topfentorte, die ist frisch, die macht unsere Chefin selbst, auch eben mit frischen Erdbeeren. Ich sag's Ihnen, ein Gedicht. Espresso, Grappa oder Kuchen. Ich biete mehrere Alternativen an und der Kunde, die Kundin kann entscheiden. Und dann steigt der Abschluss auf 70%. Ich mache ganz hervorragende Erfahrungen in den Verkaufstrainings mit der Abschlusstechnik, immer wenn es um Produkte geht. Und dann noch ein paar Beispiele eben dazu. Fliegen Sie lieber First Class, Business oder Economy? Es gibt auch aus der Preissicht einen guten Grund, warum Produkte und Firmen mehrere Preise haben. Oder sagen Sie ganz grundsätzlich, ein hervorragender Tipp, das grundsätzlich dazu zu nehmen, eher blau oder eher rot. Eine sanfte Art, den Kunden, die Kundin Richtung Abschluss zu trichtern. Nur eine Packung oder dürfen es auch gleich zwei sein? Und wenn der Kunde sagt, nein, nur eine reicht mir im Moment, habe ich eine Packung verkauft. Also wesentlich effektiver als die ersten Fragetechniken. Die zweite Technik aus dieser Kategorie, diese Menschen, Verkäufer und Verkäuferinnen, fragen auch mehr nach dem Prozess. Wie kommt denn eine Entscheidung zustande und wie entscheidet das Unternehmen, wer ist der Entscheider oder die Entscheiderin? Wie läuft denn bei Ihnen ganz grundsätzlich dieser Entscheidungsprozess ab? Oder wer ist denn in diese Kaufentscheidung involviert? Oder wie würden Sie eine Entscheidung über die richtige Kapitalanlage fällen? Und jetzt hilft mir der Kunde auch zu erkennen, wie denn ich verkaufen muss und wie ich das Ganze anlegen kann. Und die dritte Technik in dieser Kategorie ist auch sensationell. Das ist die Frage nach Prioritäten. Die Frage nach Prioritäten ist sehr einfach. Ich helfe Kunden zu kaufen. Was ist Ihnen besonders wichtig an diesem Produkt? Was gefällt Ihnen daran? Der Kunde verkauft sich das selbst. Wir haben Produkt A, B und C. Welches möchten Sie denn zuerst sehen? Dann erkenne ich schon eine Präferenz. Und wenn ich mitschreibe und das Ganze auch mitdokumentiere, kann ich sogar sagen, der Kunde hat mehrere Dinge, die er oder sie eingebracht hat. Und ich frage eben, welcher von diesen Punkten ist Ihnen denn der wichtigste oder der zweitwichtigste?
Und das ist ganz eine wichtige Sache, weil was passiert, ja, wenn ich da, der Kunde möchte in der Bedarfsanalyse mehrere Dinge von mir haben, ich kann aber als Verkäufer, Verkäuferin nicht alle liefern. Und jetzt kann ich sehr einfach herausfinden, wie ich verkaufen muss und auf was ich mich konzentriere. Hier die Zusammenfassung. Eine der hervorragendsten Techniken ist die Alternativtechnik. Die zweite Technik ist, ich muss herausfinden, wie der Entscheidungsprozess abläuft. Und das erzählen die meisten Leute auch. Also ist noch jemand irgendwo im Hintergrund, der nicht involviert ist und jetzt nicht am Tisch sitzt? Ich frage den Kunden nach Prioritäten und der Kunde sagt mir, worauf ich mich konzentrieren soll in der Abschlussphase. Oder ich frage die Kundin nach einem versteckten Abschluss. Der versteckte Abschluss: Haben Sie schon ein Budget eingeplant? Was ist das Geniale an dieser Technik? Ich frage nach Dingen, die nach dem Abschluss sind. Ich frage nach Dingen, die mir helfen, auch zu erkennen, ob ich da jetzt wirklich auf einem guten Weg bin. Ich frage zum Beispiel oft, wenn wir so ein Seminar machen würden, wann würden wir das denn machen? Ich frage nach einem Datum. Sobald ich ein Datum habe, habe ich auch ein Kaufsignal. Oder auch, wie machen wir jetzt am besten weiter? Und wenn ich diese Techniken verwende, dann kann ich sagen, ich komme tatsächlich auf deutlich mehr Abschlüsse als ohne diesen zielorientierten Techniken. Allerdings muss ich tatsächlich auch meinem Kunden, meiner Kundin wirklich zuhören. Die große Frage ist jetzt, wie lange brauche ich, um dieses Stadium zu erreichen? Wie lange brauche ich, dorthin zu kommen? Und das ist wieder eine Frage an Sie. Über mehrere Branchen hinweg, wie lange brauchen Spitzenverkäuferinnen und Verkäufer, ihr volles Potenzial zu entfalten? Wie lange, auch wenn Sie Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen suchen im Verkauf, wie lange müssen Sie rechnen, dass Sie einen Regenmacher bekommen? Achtung, von 100 Verkäuferinnen und Verkäufern werden nur 3% laut Karl Pintsulich zu Regenmachern. Regenmachern sind Verkäufer, die wirklich Geld regnen lassen. Also die sind extrem erfolgreich. Von 100 nur 3%. Aber wie lange, glauben Sie, braucht über mehrere Studien hinweg, der Karl Pintsulich macht das an der Fachhochschule, eben und die untersuchen dort solche Fragen. Wie lange brauchen Verkäuferinnen bei uns in Österreich, um wirklich auch 60, 70, vielleicht 80%, je nach Branche, Abschlussquote zu bekommen? Und eins kann man natürlich sagen, es geht nicht von heute auf morgen. Ich freue mich auf die Ergebnisse, die jetzt eben schon hereinkommen. Und da haben wir die Ergebnisse. Die meisten sagen 3 bis 5 Jahre. Und das ist ganz spannend, weil nämlich genau die richtige Antwort in dem Fall nicht dabei war. Es sind eben 7 Jahre. Also 10 Jahre ist zu viel, aber 3 bis 5 Jahre ist noch um eine Spur zu wenig. Karl Pintsulich sagt, es sind über mehrere Branchen hinweg, ein Verkäufer, eine Verkäuferin muss zumindest in einem ähnlichen Markt mit ähnlich funktionierenden Produkten oder ähnlichen Dingen eben sein. Und wenn man es hochrechnet, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich auch das Gesetz der 10.000 Stunden, dann kommt man in 7 Jahren auf 10.000 Verkaufsstunden. Und das große Geheimnis von abschlusssicheren Verkäufern und Verkäuferinnen ist, sie suchen, während sie Fragen stellen, einfach nur nach IOIs. IOIs sind Indicators of Interest. Das sind Verkaufssignale. Das sind Kaufsignale, der Kunde greift etwas an, zieht etwas her, sagt, das ist ganz interessant. Joe Girard sagt einfach nur, ein Kaufsignal ist, wenn mir der Kunde zuhört. Also sobald er mir zuhört, dann funktioniert das auch ganz gut. Ein Kaufsignal ist Nicken. Also alles, was mir ein Zeichen gibt, dass
der Kunde bereit ist zu kaufen. Ich helfe einer Südtiroler Bodenfirma eben zu verkaufen. Und wenn wir da hergehen, dann versuchen wir mit der Trichtertechnik immer zwei Böden auszuwählen. Das heißt, der Kunde muss nach einer sehr kurzen Zeit, weil wenn es zu lange dauert, ist die Kaufwahrscheinlichkeit niedriger, nur noch zwei Böden haben. Dann frage ich den Kunden, warum gefällt Ihnen Boden A oder Boden B besser? Und dann ist die Aufgabe zu schauen, zu welchem Boden geht der hin? Welchen greift er an? Welchen Boden streichelt der Kunde? Welchen lobt er? Und Achtung, ein Kaufsignal kann auch Kritik sein. Ein Kaufsignal kann auch sein, dass er sagt, na, sind Sie sich sicher, dass dieser Boden gut bei mir hineinpasst? Und wenn ich zwei, drei IOIs habe, kommen die versteckten Abschlussfragen. Ich teste raus, wie bereit ist der Kunde, die Kundin zu kaufen. Und noch einmal, wenn dich jemand fragt, ob du etwas kannst, dann sagst du an dieser Stelle, auch als Anfänger, immer ja. Und dann überlegst du dir oder überlegen Sie sich, wie man das Ganze machen kann in der Umsetzung. Abschlussorientiert verkaufen heißt, nach dem Abschluss, nach den versteckten Fragen wird auch wirklich abgeschlossen. Und im Expert Selling kommt noch eine Sache dazu, da dürfen wir wieder mehr reden. Was machst du, damit eine Kuh Milch gibt? Oder was machen Sie, damit eine Kuh Milch gibt? Ich muss sie füttern. Die Expert Seller gehen her, die reden mehr, die Fragen dazwischen und es ist eine viel größere Mischung aus ich gebe dem Kunden Input und dann kommt wieder etwas zurück. Und das ist auch die Zusammenfassung. Unten sind die Show-Me-Verkäufer, die sehr produktorientiert sind, die sich auch sehr gut mit Produkten auskennen, teilweise ist betreutes Lesen. Dann sind die sehr lösungsorientierten Verkäufer und Verkäuferinnen, die stellen zumindest schon ein paar Fragen. Aber sie stellen nicht die entscheidenden Abschlussfragen, die mich dann wirklich den Kunden dazu führen, dass er eben auch Richtung Abschluss geht. Das macht man mit den Trichterfragen, Alternativtechnik, Prioritätenfragen zum Beispiel. Und ganz oben sind die, die alles vereinen. Von ganz unten bis ganz oben haben wir dann am Schluss wieder einen sehr hohen Redeanteil von der Verkäuferin und vom Verkäufer, aber auch einen sehr fokussierten und zielorientierten Frageanteil. Die hören auch viel zu. Und nur wer sich wirklich für seine Kunden und Kundinnen interessiert, wird hier erfolgreich sein. Bevor wir zur Frage- und Antwortrunde kommen, würde es mich interessieren, so eine eigene Selbsteinschätzung zum Schluss. Ja. Wo schätzen Sie sich ein auf dieser Skala? Sind Sie gefühlt eher bei Show Me, Promotion, ich kann mal erzählen, oder eher bei Serve Me, 20-40%, ich setze auf Beziehung, ich mache ganz stark mit Beziehungen, wenn der Kunde kaufen will, dann darf er auch kaufen. Setzen Sie stark auf Lösung, also ich biete meinem Kunden, meiner Kundin eher Lösungen an, ein sehr serviceorientierter Verkauf. Sind Sie vielleicht bei Guide Me, sehr zielorientiert? Nein, mir ist schon wichtig, wenn ich ein Verkaufsgespräch führe, dann muss ich das auszahlen, da möchte ich dann weitergehen. Sind Sie selber vielleicht auch schon sehr abschlusssicher und haben eine Quote von 70-90%? Da muss man dazu sagen, über 70% ist in der Regel so, dass die Qualität der Anfragen noch mal besser wird. Das ist oft eben aus Empfehlungen heraus und eben die Qualität der Verkaufsgespräche wird vorgefiltert und ist da schon besser. Oder sind Sie absolute Oberstufe? Sie erleuchten den Kunden, bringen ihn oder sie auf neue Ideen. Wo sind Sie denn? Das ist die Umfrage, die letzte, die ich habe. Und dann schauen wir mal, wo schätzen Sie sich selbst ein auf so einer fiktiven Skala von 0-99%, 100 bekommt nur Gott oder eben vielleicht noch einmal eine Stufe drüber. Es gibt durchaus Bereiche, wo wir schauen können. Also die meisten sind so zwischen 40-50%, ein paar schon sehr abschlussorientiert, also auch da sehr spannend und ein paar sagen, na, ich bin eher, wenn man jetzt so ganz ehrlich ist, auf dieser Skala weiter unten, aber ich kenne mich sehr gut mit Produkten schon aus und auch Service ist bei mir stark im Vordergrund. Und lösungsorientiert gewinnt in diesem Sinne, so einfach baut man starke Verkaufsgespräche, man muss ja nicht gleich durchdrehen, aber jetzt sind Sie dran in der Question and Answer Runde. Ich bin gern bereit, eben auf Ihre Fragen zu antworten und wenn ich helfen kann und vielleicht den einen oder anderen Tipp noch habe, mache ich das sehr gerne. Fünf Fragen soll man sich vorbereiten? Ja. Jetzt schauen wir mal, was unsere Zuseherinnen und Zuseher für Fragen haben. Wir kriegen sie gleich eingeblendet. Mhm. Eine Frage aus der Praxis, zuerst an dich.
Du bist ja seit vielen Jahren Berater, Experte im Verkauf. Hast du aus der Praxis ein Beispiel, wo du so einen Prozess schon mitentwickelt hast? Nee, es gibt mehrere Beispiele. Man merkt halt oft eben ganz stark, dass nach Verkaufstrainings so die Abschlusszahlen nach oben gehen. Das kann man noch messen. Man merkt aber fairerweise auch, dass ein paar Monate später sie wieder ein bisschen nach unten gehen. Nicht auf das Level von davor, aber da gibt es schon eben gute Richtwerte. Ein Beispiel hätte ich konkret. Ich habe im Südtiroler Damen betreut. Diese Damen verkaufen Hochzeitskleider und bei denen war es so, die haben Hochzeitskleider verkauft und die haben rund von 3 Verkaufsgesprächen eines positiv abgeschlossen. Dann haben wir mal geschaut, ja, wie gibt es das? Also ein Drittel Abschlussquote, sehr serviceorientiert, sehr freundlich, super nett. Aber wir wollten mehr Abschlüsse haben und das ist ganz einfach. Wir haben dann geschaut, wie lange reden die eigentlich in so einem Verkaufsgespräch und die reden 2,5 Stunden, hat so eine Verkaufsberatung gedauert. Das Problem ist, nach 2,5 Stunden kann ich mich nicht mehr entscheiden. Also nach 2,5 Stunden war einfach zu lang. Erster Schritt, Verkaufszeit, Verkaufsgespräch reduzieren. Um es kürzer zu halten, das war das Erste. Das haben wir zum Beispiel gemacht, indem wir gesagt haben, die Mutter darf ein Kleid aussuchen und die Wow, da darf ein Kleid aussuchen und dann versucht die Verkäuferin eins aus. Oder wir haben auch Utensilien wie die Kataloge weggetan, ja, damit die möglichst wenig Kleider anschauen. Und einer der wichtigsten Erkenntnisse war dort, eine Braut darf immer nur 2 Kleider in der engeren Auswahl haben. Also eine Braut hat dann 2 Haken gehabt hinten in der Umkleide und sie musste immer alle Kleider, die nicht in Frage kommen, weggeben. Die mussten immer verschwinden. Und das geht. Ich kann immer sagen, eher das oder das, eher das oder das. Und dann ist Folgendes passiert. Am Schluss waren nur noch 2 Kleider da, die mussten nur noch darauf achten, wo die Kaufsignale sind. Und dann sind sie zur Braut gegangen und haben gesagt, zieh's noch mal an. Und dann hat die das angezogen und dann haben wir uns aus einer amerikanischen oder englischen Sendung das abgeschaut und haben sie vor den Spiegel geführt und haben sie die Schlussfrage gestellt, versteckte Abschlussfrage, ist das dein Kleid? Ja, das ist natürlich. Und wenn wir Glück hatten, hat sie gesagt, ja. Also das war dann so der perfekte Prozess. Und ich kann da die Zahlen sagen, also nach einem Jahr, die haben wir Training gehabt, ein Jahr später waren die bei 60% Abschlussquote, nach dem zweiten Jahr waren die bei rund 70% Abschlussquote. Und die haben ihren Umsatz oder ihre Absatzmenge verdreifacht. Also nur, weil sie ihr Verkaufsgespräch effizienter geführt haben. Also das so hat sich richtig gut entwickelt. Bei ihnen, die waren zufrieden, ja. Also die haben dann eher andere Themen am Schluss gehabt, aber nicht mehr Verkaufstechnik. Ja. Also da war eigentlich auch die Krux, ein bisschen nicht so viel zur Auswahl zu geben, ganz oder? Wenig. Mit den 2 Kleider. Und ja. Das ist gut gelaufen. Und ich mache das auch, ich fahre Kunden eher Verkaufstrainings oder eher sowas im Bereich Kundenmanagement und Beschwerdemanagement oder sowas. Und dann dürfen sie sich das selber aussuchen. Und dann, wenn ich sage Beschwerdemanagement, frage ich einfach nur, warum Beschwerdemanagement? Und dann sagt mir der Kunde, die Kundin schon auch, was ihn oder sie interessiert. Ist eine Win-Win-Situation für beide. Also das sind wir auf wesentlich schneller. Mhm. Du hast zuerst gesagt, ein guter Verhandler ist ein guter Fragensteller. Also Fragen sollte man gern stellen wollen, oder? Ja. Das wäre hilfreich. Aber es ist in einer sehr serviceorientierten Welt wie Österreich eh das Thema Fragen stellen. Aber es geht immer noch mehr. Ja. Ist es oft, du hast gesagt, geschlossene Fragen eher nicht gut, also keine Ja-Nein-Fragen, sondern immer so ein bisschen, wo der Kunde ins Plaudern kommt, oder? Ja, das sagt man. Also grundsätzlich sagt man am Anfang von einem Gespräch mehr offene Fragen, aber geschlossene Fragen sind schon okay. Ich würde eher sagen, es ist egal, welche Frage, Hauptsache Fragen, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen und Hauptsache man stellt Fragen. Und wenn man geschlossene Fragen stellt, geschlossene Fragen, sie sind eher zum Schluss, also sie sind eher zum Schluss zum Abklären da. Das ist die Quintessenz von geschlossenen Fragen. Ja. Mein Beispiel bezieht sich mehr auf die Abschlusswahrscheinlichkeit. Also die ist halt bei anderen Fragetechniken wesentlich höher. Schauen wir mal, ob die Zuseherinnen und Zuseher uns schon eine Frage geschickt haben. Ja. Ist es eigentlich, ja, Entschuldigung. Ist es eigentlich immer gut, mit den Argumenten des Kunden zu arbeiten? Also so ein bisschen die Emotion wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, oder? Ja, es ist bis dahin gut, also ja, Emotionen, wir wissen, dass eine rationale Entscheidung, wir treffen rationale und emotionale Entscheidungen, wir wissen aber aus Untersuchungen, dass die emotionale Entscheidung schneller kommt als die rationale Entscheidung. Also vor einer rationalen Entscheidung kommt eine emotionale Entscheidung und man bestätigt nur noch die emotionale Entscheidung. Die Argumente vom Kunden, ja, grundsätzlich ja, außer man ist eben wirklich in einer Expertenrolle und
Und in dieser Expertenrolle passiert dann Folgendes. Ab und zu wünscht sich der Kunde, die Kundin, dass ich als Verkäufer, Verkäuferin Input liefern soll. Dann kann ich nicht mehr sagen. Es gibt Situationen, wo der Kunde einfach auf Fragen antwortet. Das weiß ich doch nicht, das müssen ja Sie mir sagen, wie das ausschaut. Und dann sind wir in einer anderen Rolle. Da sind dann, ist es nicht so toll. Ein wichtiger Punkt, dazu haben wir eine Frage bekommen, ist die Skepsis bei Kunden. Wie geht man damit um? Positiv. Also da sind wir in der Einwandbehandlung. Also grundsätzlich, wenn ein Kunde skeptisch ist, komme ich mal mit Verständnis. Ich verstehe mal. Und auch hier genau das Gleiche wieder. Ich frage mal nach, wo liegt die Skepsis? Ich habe keine Angst, in diese Skepsis reinzugehen. Ich gehe in die Skepsis rein und lasse mir auch wirklich die Ängste sagen. Weil sonst habe ich einfach ein nettes Gespräch gehabt und der Kunde sagt, ja, ich melde mich dann oder na, ist im Moment nichts. Also Skepsis von Kunden löst sich auch auf. Ich habe in meinen Verkaufsgesprächen schon mit 18 Sachen verkauft. Ja. Und ich habe gemerkt, dass am Anfang die Skepsis sehr groß ist. Die Distanz ist groß, die Menschen sind verschlossen, sitzen im Eck. Ja. Und je positiver das Gespräch ist, desto näher kommen sie, der Gesichtsausdruck wird freundlicher, alles wird netter, sie kommen näher und das Gespräch wird einfach besser. Also Skepsis ist per se nichts Schlechtes. Und ich denke mir, wenn jemand sehr skeptisch schaut, auch speziell bei Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern, denke ich mir, wir zwei werden noch Freunde. Du weißt es nur noch nicht. Also eine sehr positive Grundeinstellung zu dem Thema ist gut. Also generell immer positiv bleiben, oder? Das macht ja auch das Auftreten wahrscheinlich aus, ja, wie in ein Kundengespräch reingehe. Genau, und es ist tatsächlich die, die wirklich den Kunden in den Mittelpunkt stellen, die kommen dann auch tatsächlich weiter, weil sie sich wirklich ernsthaft für den Kunden interessieren. Eine sehr gute Frage ist auch, wenn ich das Know-how, mein Know-how, nicht richtig rüberkriege, ja, was macht man dann? Ja, also das hat eben etwas mit diesen Jahren auch zu tun. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist einfach, wenn mein Know-how nicht existiert, vielleicht kann man die Frage noch mal einblenden, das würde mich interessieren, wenn mein Know-how nicht da ist, tue ich mir natürlich schon schwerer. Es gibt diese Philosophie, die sagt, gute Verkäufer können alles verkaufen, das stimmt nur bedingt. Ich muss schon ein Produkt- und ein Fachexperte werden, nicht nur Verkaufstechniken auf der einen Seite, sondern auch ein inhaltliches Know-how. Beide Ebenen brauche ich, um ganz erfolgreich zu werden. Und wenn ich mein Know-how eben nicht habe, natürlich wirklich unsicher. Und wo ich Versicherungen mit 18 verkauft habe, ich habe das Know-how ehrlicherweise nicht gehabt, aber das waren halt nette Verkaufsgespräche und dann haben die halt trotzdem gekauft und ich habe mir jemanden dazu geholt. Aber es bleibt unterm Strich, führt kein Weg daran vorbei, das Know-how aufzubauen. Also da helfen die besten Verkaufstechniken nichts, wenn ich mich inhaltlich nicht auskenne. Sofern ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ein Kunde Nein sagt, wie führe ich das Gespräch fort? Das ist auch sehr spannend. Der Kunde sagt Nein. Ja. Und die Amerikaner sagen 7-mal, der Kunde sagt nein, ich bleibe in der Einwandbehandlung, ich bleibe da dabei. Ja? Und die bleiben da drinnen, bleiben da drinnen, bleiben da drinnen. Das ist nicht unbedingt die typische Verkaufstechnik im deutschsprachigen Raum, auch in Tirol vielleicht nicht unbedingt. Aber ich sage, 2-mal nein ist etwas, wo man schon einmal drinnen bleiben kann. Und auch hier, bei der Einwandbehandlung gibt es ganze Bücher, auch viele Techniken eben dazu, es gibt Sprüche und so weiter. Aber die einfachste Sache, die ich schnell mitgeben würde, ist, ich würde einfach wirklich nachfragen, warum. Und auch da bin ich wieder genau dabei. Ich möchte, und die Frage, ich weiß, die Frage, warum ist verpönt. Ja, man sagt, warum, fragt man nichts, böse. Ich weiß nicht, warum die böse sein soll. Ich möchte mich nur interessieren, warum er wirklich Nein sagt. Das größte Problem ist, dass ich dann unterscheiden muss, ist es ein Vorwand oder ist es ein Einwand. Ja, sagt er nur Nein oder sagt sie nur Nein, weil sie einfach nicht kaufen möchte? Oder gibt es ein ernsthaftes Bedenken? Und das ist der Riesenunterschied, warum man in der Einwandbehandlung bleiben soll. Ich muss rausfinden, ob ich den Einwand widerlegen oder lösen kann oder beim Vorwand auf der anderen Seite, da verkaufe ich so oder so nicht. Da kann ich die zwingen, dann machen die so gute Laune-Verkäufe, also so, ich kaufe dir halt eine Packung ab, nur damit du weg bist. Aber der kauft halt dann kein zweites Mal oder sie. Und das bringt dann auch meiner Meinung nach wenig. Ehrliches Verkaufen ist sicher so eine Quintessenz. Und wenn ich mich ehrlich für die Skepsis und das Nein interessiere, dann erfahre ich auch ehrlich oft, was dahinter steckt.
Also Ehrlichkeit währt am längsten, oder? Kann man auch hier sagen. Zumindest meine Philosophie. Mhm. Und ich finde auch, man kann sehr erfolgreich mit sehr ehrlichen Gesprächen sehr abschlusssicher verkaufen. Man muss nicht alles mit Hard-Selling machen. Ja. Und zweimal im Nein drinnen zu bleiben, ist gut. Geht auf jeden Fall. Tiefer rein. Und selbst wenn mir der Kunde etwas sagt, was ich nicht gern höre, oder die Kundin, geht es immer noch besser. Ich gebe mir vielleicht ein Beispiel. Ja. Und zwar, wenn ein Kunde Nein gesagt hat, ja, und der Verkauf ist vorbei. Also ich habe ein Angebot geschickt und es hat sich herausgestellt, dass der Verkauf, also ich bin nicht zum Zug gekommen. Jetzt passiert Folgendes. Es ist sehr klug, im Nachhinein nachzufragen. Also einfach nochmal anzurufen, zum Sagen. Und auch ganz ehrlich, sagen Sie es mir, warum hat es nicht funktioniert? Man lernt dort unglaublich viel. Ich habe das einmal eben gehabt, dass ich eben einen Großauftrag, also 3x3, Tage hat die Kundin angefragt. Ich bin in Kärnten für eine Trainerausbildung. Und dann habe ich ihr gesagt, Expert Selling, nein, das ist ein Blödsinn, mach lieber 4x2 Tage und einen Abschlusstag hast du gleich viele Tage. Ja, das war mein Zugang. Dann habe ich den Auftrag nicht bekommen. Erstens mal, was hat die Kundin gekauft? Das weiß ich auch, sie hat 3x3 Tage gekauft, weil sie wollte 3x3 Tage haben. Das war ihr einfach wichtig. Und warum hat sie noch nicht gekauft? Sie hat gesagt, Gerald, wir sind sogar der Meinung, dass du besser bist, aber wir müssen dir Kilometer zahlen und dem anderen Trainer, der anderen Trainerin nicht. Und darum war es dann weg. Seit damals habe ich eine andere Strategie bei Kunden im Ostösterreich mit den Kilometern. Und ich habe in Ostösterreich wesentlich mehr verkauft über einen anderen Zugang. Also ein Nein auch im Nachhinein kann sehr, sehr wertvoll sein. Einfach für meine persönliche Entwicklung. Wir haben noch eine Frage reinbekommen. Wie wichtig ist hoher Status? Also sich authentisch als Experte präsentieren beim Verkaufsgespräch. Sehr wichtig, solange es sympathisch bleibt. Also die meisten Menschen kaufen doch noch mit Sympathie. Menschen kaufen von Menschen. Ja. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Also ich habe mich mal beworben für einen Job, ja, und dann bin ich zu einer, ja, muss immer vorsichtig sein, mit kritischen Beispielen, bin ich zu dieser Firma hingegangen, und die haben hoher Status, die hatten dann Anzüge an. Ja. Also das ist eine Branche, die mit Anzügen arbeitet. Das Problem war nur, die Verkäuferinnen und Verkäufer dort, oder speziell die Männer, hatten Anzüge an, die schauen aus wie vom Matura-Ball. Ja. Die passten denen einfach nicht. Ja. Also hoher Status ist nicht in einen Anzug rein zu schlüpfen. Ja. Aber grundsätzlich Expertentum aufbauen kann etwas sehr, sehr Erfolgreiches sein über Publikationen. Mittlerweile, die Kunden googeln ja. Sobald sie ihren Namen sagen am Telefon oder sonst wo, die Kunden googeln sie. Ja. Und was kommt dann her? Und wenn da mein Expertenstatus hoch ist über Blogbeiträge, es gibt keine, und das habe ich unterschätzt, keine so geringe Zahl an Entscheidungen, die auf Blogbeiträgen basieren. Wenn ich ein Buch habe, einer meiner größten Assets, den ich in Zukunft haben werde, ist ein Buch zu haben, weil ich den Expertenstatus erhöhe. Und natürlich auch alles, was Status erhöht, ist etwas ganz was Wertvolles, solange es mich noch sympathisch lässt, meiner Meinung nach zumindest. Ich kann auch verkaufen, ohne sympathisch zu sein, das geht auch. Aber also Expertenstatus gut. Also authentisch zu sein und zu bleiben. Ja, ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit authentisch. Ich glaube nicht, dass die Weisheit letzter Schluss authentisch ist. Ich glaube, dass es eine Entwicklung ist. Und wenn ich diese Stufen gehe, kann ich am Schluss wieder sehr authentisch sein. Also jetzt einfach nur zu sagen, ich bin von Anfang an authentisch, führt zu eher gefühlt niederen Abschlussquoten. Aber die Entwicklung und dann authentisch zu sein und ehrlich zu sein, ist was Schönes. Niedere Abschlussquoten wollen wir nicht. Im Gegenteil, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir wünschen Ihnen hohe Abschlussquoten. Wir sind am Ende unseres Webinars angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute Abend um 18 Uhr geht es weiter mit Kostensparen, Tipps für die Buchhaltung. Vielleicht haben Sie Zeit. Wir würden uns freuen. In der Zwischenzeit einen schönen Dienstag. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.